Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinsel, Schere und Kurs Hamburg. Ich halte mich heute gar nicht lange auf, denn ich habe einen Quick-Tipp für euch. Also Quick-Tipp, quick, schnell. Und zwar, während meiner Weihnachtsserie ist die Frage aufgekommen, wie ich denn diese Löffelchen, das ist ja hier mein Embossing-Pulver, das habe ich ja in so Plastikboxen, wie ich denn diesen Löffel hier hinten reingekriegt habe oder woher ich diese Boxen habe mit dem Löffelchen, weil das ja so praktisch ist, weil der Löffel jetzt nicht mehr in dem Pulver rumschwirrt, fand ich auch. Habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht und zwar gibt es diese Boxen nicht in dieser Form mit dem Löffelhalter. Jedenfalls nicht da, wo ich geguckt habe. Vielleicht gibt es sowas zu horrenden Preisen. Habe ich mir selber gebastelt und zwar habe ich so eine handelsübliche Plastikbox aus dem 1-Euro-Shop oder was weiß ich wo. Habe sie mir halt so ausgewählt, dass auch ein Löffelchen da so quer reinpasst oder auch so. Ne? Und ja, die kriegt ihr bei Penny in der Wühlbox oder auch bei Lidl oder im 1-Euro-Shop. So eine billige Plastikbox, die soll halt gut schließen. Dann nehmt ihr euch den Deckel und ich habe mir auf Amazon, den Link setze ich euch in die Infobox, solche Kabelführungs-Snupsis. Hier sind sie in bunt. Bei meinen anderen Boxen habe ich sie in weiß. Die gibt es also in verschiedenen Ausführungen für kleines Geld. Ich glaube, die 6 Stück, 5 Euro oder so, sind eigentlich gedacht, um am Schreibtisch so Kabel zu führen. Aber hierfür sind sie besonders praktisch. Die sind nämlich selbstklebend. Das Prinzip eines Dimensionals, hinten Trägerfolie ab. Und dann wird das ganz simpel hier in den Deckel der Box geklebt, ein bisschen angedrückt. Da kommt der Löffel rein. Zack. Deckel zu. Und der Löffel matscht euch nicht im Pulver rum. Das ist der ganze Trick dahinter. Und das war mein Quick-Tipp für heute. 2 Minuten, 3 Minuten, keine Ahnung. Ich muss ja nicht immer viel quatschen. Perfekt finde ich für Embossing-Pulver, gerade wenn man es in so einer größeren Box hat, wenn man viel embosst oder eine größere Stückzahl embossen muss für Hochzeitsanladung oder sonst irgendwas. Und das steht dann so bei mir im Schrank. Mein Quick-Tipp für heute. Wie bekomme ich den Löffel in den Deckel? Das war's auch schon. Also, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund, bleibt kreativ. Tschüss aus Hamburg. Tschüss.